Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind Folge 336 von Simotrans. Ja, ich habe ein kleines Problem, ne? Ich habe hier Rechtsklick und kann die Karte nicht mehr verschieben und das Bauen geht auch irgendwie nicht mehr. Irgendwas habe ich verstellt oder sowas. Ich bin mir aber nicht sicher, wie mir das passiert ist oder sowas, aber irgendwas klappt hier nicht so ganz. Ja, und dann würde ich sagen, müssen wir hier mal reingucken, was denn da so los ist, weil ich sehe schon, hier stehen wieder Züge und die fahren nicht. Da müssen wir uns nach dem Intro mal drum kümmern, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Also hier oben ist ein Zug, der rauskommt und da ist ein Zug, der rein will. Aber okay, wenn der da lang will, dann kann er nicht weiterfahren. Das könnte natürlich sein. Der steht da. Lass mal ein bisschen rein, nicht zu sehr, aber ein bisschen noch weiter rein. Hier fehlt uns tatsächlich noch ein Signal. Dann würde der aufrücken. Wenn der aufrückt, dann könnte es vielleicht klappen, dass der... Ja, irgendwie ist der Fokus hier nicht, ne, oder? Der Mausfokus ist hier weg. Jetzt habe ich hier was schief, oder? So, das wieder weg. Also wir haben noch Pause, das ist das Problem. Wie ihr seht, ist der Mauszeiger, also ich nehme den Mauszeiger nicht hier, diese Fläche mit, der ist nicht im Spiel, der Mauszeiger. Der ist nicht ans Spiel gebunden. So auch nicht, doch, das ändert nichts. Ich habe es mal gerade kleiner gemacht, einmal zum Checken. Irgendwas ist schief gelaufen, ich weiß aber noch nicht was. So, müssen wir uns aber erst einmal irgendwie durchhangeln. Vielleicht kriegen wir es ja wenigstens so hin, dass wir erstmal weiterkommen. Ja, der Zug fährt jetzt rein. Das ist schon mal gut. Aber warum fahren die hier nicht weiter? Hier unten. Ah, ich sehe schon. Wo will der hin? Da rum? Und da kann ich rum, weil da einer steht. Kann das sein? Warte mal, das können wir aber auch durch ein Signal geklärt kriegen, oder? Ja, ich sehe es jetzt leider nicht. Irgendwas ist hier jetzt derbe faul. So ist es, glaube ich, richtig. Ja, da muss ich mal nochmal dran. Irgendwas ist da schief gelaufen. Ich weiß aber noch nicht was. Ich hoffe, dass nicht der Spielstand kaputt ist. Dann haben wir nämlich ein größeres Problem. Das wäre sehr ärgerlich. Jetzt fahren sie hier erstmal wieder. Warum fährt der jetzt da? Achso, der dreht um, deswegen geht das nicht. Alles klar. Ist doch so, oder? Man müsste jetzt fahren. Tut er auch. Das ist jetzt nicht optimal, ne? Müsste man gucken, dass man vielleicht hier rüber eine Brücke baut und dann doch hier rüber reinfährt, ne, oder? Ja, das wäre dann hier, da abzweigen, hier eine Brücke rüber und dann da runter. Aber ob ich das will? Ja, schauen wir mal. Aber jetzt rollt es hier erstmal wieder, oder? Ja, sieht erstmal gut wieder aus. Was, ein so ein Signal hat das hier gemacht, oder? Also ein bisschen Sorgen macht mir das, dass das kaputt ist, ne? Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass irgendwie ein Update davon war oder sowas. Einen neuen Kernel hat es gegeben, das ja. Aber der greift doch jetzt nicht in meine, oder greift er doch irgendwie in die Spielphysik ein dann. Kann natürlich auch sein. Warum steht der da? Okay, er fährt schon weiter. Das ist erstmal alles gut. Der Zug steht jetzt da, weil der da raus... Also hier, dieses ist nicht... Das ist nicht optimal. Hier ist nicht optimal irgendwie. Jetzt fährt der nämlich durch. Bleibt hier stehen. Bleibt stehen, weil hier auch wieder welche stehen. Und der hier kann nicht weiter.
Oh, wow. Weil da einer fährt. Der fährt aber auf jeden Fall da schon mal rein. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, jetzt fährt der hier weiter. Tut er nicht. Warum fährt der denn jetzt nicht mehr? Ach Mann, das ist doch nicht schön, oder? Jetzt fährt er schon wieder raus. Ja, und jetzt stehen wir da mit unserem kurzen Hemd. Warum ist er denn jetzt gerade nicht reingefahren? Das macht wieder keinen Sinn, oder? Vor einem Auswahlsignal zu stehen und sich kein freies Gleis zu nehmen. Jetzt haben wir hier den Salat. Das bringt mich nicht weiter jetzt hier. Ah, gut, dass das gerade nicht ging. Warte denn halt da, weil da ist einer drinne. Aber das Auswahlsignal steht doch da. Wo ist hier ein Problem mit dem ganzen Shit? Warte mal, diese Weiche, die muss doch hier gar nicht sein, oder? Die können wir doch mal entfernen. Geht jetzt nicht, weil da der Zug steht, ne? Ist klar. Dann lass den doch mal gerade nochmal da reinfahren, oder? Macht er das? Ja, auf jeden Fall ist er weg. Dann machen wir jetzt mal diese Verbindung hier weg. Und hoffen, dass es jetzt dadurch irgendwas geht. Aber der fährt ja trotzdem nicht rein, der Held. Was ist mit diesem Zug los? Das ist der Postzug. Den haben wir schon mal gehabt, dass der so Probleme hatte, oder? Nee, ich möchte da nichts wegreißen. Fahr zum Depot. Wartet auf freie Strecke. Super, oder? So, aber jetzt müssen wir ihn wieder abgreifen. Ach, jetzt haben wir da 1000 Signale hingesetzt, weil wir gerade nicht umgeschaltet haben, ne? Fahr nicht mehr zum Depot. Er fährt jetzt auf jeden Fall in ein Gleis rein. Damit ist der Stau da weg. Aber was der Postzug hier macht, weiß ich nicht. Ich muss dieses Signal auf jeden Fall wegmachen. Die brauche ich da nicht. Der fährt unten in den Keller. Das ist ja auch mal schön, dass da einer reinfährt. Er kommt mit Kohle hier an, fährt da rein. Das ist auch gut so. Die sind schon übereinander da. Das ist schlecht. Und was ist mit ihm hier? Gute Frage, ne? Ah, jetzt fährt er. Wo fährt er aber hin? Will er hier auch gleich sofort wieder rein? Ne, der will hier weiterfahren, bitte. Das ist auch so ein doofes Problem, ne? Durchfahrtsbetrieb funktioniert da nicht. Lass mal da aufschütten. Und wenn wir aufgeschüttet haben, würde ich gerne hier eine Brücke rüber bauen. Wo ist er? 210 da. Was ist das hier? Eine Kreuzung? Ich wollte keine Kreuzung, ich wollte eine Brücke. Da ist er. Alles klar. Ach so. Wie kriege ich die denn darüber? Gute Frage, ne? Kriege ich die so dahin? Ne. So geht's. 210. Und dann, ich will hoffen, ich weiß es aber nicht.
Geht die daneben? Geht. Sieht jetzt aber unmöglich aus, ne? So sieht's besser aus. So können wir es lassen. Strom. Ist dran. 210er Gleis würde ich jetzt tatsächlich hier so rausführen. Strom. Bis dahin sieht eigentlich gut aus, außer hier natürlich doof irgendwie. Aber ich glaube, das liegt an der Brücke da, dass das doof aussieht. Jetzt sieht es besser aus. Dieses Signal steht irgendwie an einer doofen Stelle. Mache ich lieber da weg. Und setze ein neues. Und setze hier auch noch eins hin. So. Jetzt können die da lang fahren, in der Hoffnung, dass sie nicht mehr da lang fahren. So, wo hapert es jetzt wieder dran? Irgendwer möchte hier nicht richtig reinfahren. Habe ich hier irgendwo ein Signal noch drin stehen oder irgendwie ein Sperrsignal oder sowas? Ich sehe nichts. Oh Mann, ey. Mach mal hier von da nach da weg. Und setz mal das H-Signal hier hin. Warte auf freie Strecke. Warum wählt er da nicht aus? Der kann's, ne? Kaum zu glauben, oder? Ach, der wartet auf freie Strecke, weil der vielleicht reinfährt. Okay, dann würden wir nochmal gerade abwarten, ob er danach fährt. Dann kommt dieses Signal da gerade weg. Wenn der jetzt grün kriegt, wäre natürlich ideal. Aber wahrscheinlich kriegt er kein Grün. Jetzt müsste er reinfahren. Und der blockiert alles hier. Wo will der rein? Hier unten. Schwieriges Ding, ganz schwieriges Ding. Komm, fahr du mal woanders hin, ey. Fahrplan. Riedenburg Rathaus, Hardexen. Baustoffhandel, fahr du mal schon dahin. Dann muss er gerade ausfahren, dann sollte das gehen. Hier ist, boah. So, hoffentlich fährt der jetzt dann da hinten weiter, damit er weg ist. Sieht schon mal gut aus. So, er fährt darunter. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Was macht er jetzt hier? Das ist die Frage. Oder was macht der hier vor allem die ganze Zeit da dran? Und na, jetzt fährt er, guck. Aber warum fuhr er die ganze Zeit da nicht rein? Warum erkennt er, dass der Bahnhof blockiert ist? Weil da noch irgendwo ein Signal steht, da. Hat das damit zu tun? Es ist auf jeden Fall jetzt weg. Ich hoffe, das war das Richtige. Und wir haben den Fehler dadurch gefunden. Und das müssten wir ja jetzt sehen, dass der da auf jeden Fall reinfährt, ne, oder? Tut er auf jeden Fall. Er fährt in den Keller. Ja. Wenn das das Problem war, dann ist ja gut, oder? Er lädt, der wartet sowieso bis Kuckuck, nimmer, weiß ich, wie das heißt. Ach, und jetzt haben wir das nächste Problem, das liegt dann hier, ne?
Ja, hier müssen wir auch was tun, damit das vernünftig funktioniert. Weiß ich auch noch nicht wie. Aber ich sag mal, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde erstmal sagen, vielleicht habt ihr einen Tipp mit meinem Problem, dass der Mauszeiger hier nicht fokussiert ist ins Spiel. Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Er nimmt einen Klick an, aber er zieht so ja den Dingens nicht mit in den Rahmen. Ich muss da mal schauen, was ich da tun kann. Vielleicht sollte ich eine neue Version mal aufspielen oder sowas. Hoffe, dass der Spielstand dann auch noch geht. Das wäre sehr ärgerlich, wenn es dann nicht mehr geht. Ja, da müssen wir schauen, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.